So, erhöhen wir mal das Bier. Und das können wir jetzt ausstellen. Und ja, dich könnten wir eigentlich mal wieder zum Möbelmacher machen. Ja. Weil Holz hast du jetzt gerade genug. Ja, wie? Ja, wie? Du hast nicht das Weizen von hier genommen. Ah. Schade drum. Habe ich nicht aufgepasst, egal. Ja, du kannst das Holz, was hier so rumliegt, mal aufbrauchen. Daraus Möbel machen. So, da du nichts zu tun hast, lernst du jetzt auch den Träger in der Schule. Und dann wird deine Aufgabe sein, Holz abzuholen. Auch wenn du dann da unten wohnst. Gold abzuholen. Ja, du wirst jetzt zu tun haben, bis du genügend Möbel hast, um alle wieder zu versorgen. Träger. Also ja, da ich keine Ahnung habe, wo in diesem schwarzen Nichts der Tempel ist. Der Bewölbel. Okay, du bist Träger. Ja, was ich gerade sagen wollte. Werde ich es mal erst hier probieren. Weil das einfach näher an meinem Dorf ist. Es kann auch wirklich sein, dass der Tempel jetzt hier irgendwo hier oben ist und ich mich dann hier irgendwie durch den Dschungel schlagen muss. Wir werden sehen. Das letzte Mal hat es geklappt, aber ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt so nett ist oder ist das ein zweites Mal erlaubt. Könnte mich gut sein, dass das Spiel einen jetzt ärgern will und sagt, Edge, dieses Mal kannst du nicht durch den Hintereingang rein. Der ist dann diesmal besser bewacht. Dein Onkel hat was draus gelernt. Oder so ähnlich. Aber ja, ich bin froh, dass hier jetzt mal Holz reinkommt. Ich verstehe nur gerade nicht. Oh. Warum auch immer da das Leder noch auf 100 stand, das war doof. Ja, und wenn ich so über 50 Holz habe, dann werde ich anfangen, einen von beiden Steine abtransportieren zu lassen. Also Steine gegen Gold zu tauschen. Du hast nichts zu tun, stimmt. Was?
Gut, die bieten uns keine Söldner an. Interessantes rotes Mal übrigens, was so ein grimmiger Maya hat. Und ja, die haben hier echt eine Überbevölkerung. Ein Kriegerlager haben sie, einen Jäger, einen Fischer. Ein Bauernhaus sogar. Jede Menge Wohnhäuser und Gold. So, also nach der nächsten Holzfuhre tauschen wir dann Stein. Wir könnten uns auch eigentlich noch den Stein von hier unten holen. Stein. So, unsere Biervorräte hier unten sind alle. Muss ich nur noch warten, bis der hier Leder hochgeschafft hat. Wobei, wenn er mir einmalig 15 Leder hochschafft, dürfte das reichen. Ja. Ja. Du schaffst Nahrung da unten rein. Ja. 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 Komm, ich erleichter dich mal hier ein bisschen um Nahrung. Ja. 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 So, Sören, du bist jetzt voll bis oben hin. Ja, Eisenmine steht wieder schon seit einer Weile leer. Na gut, wenn er sich auf dem Rückweg befindet, dann werde ich ihm sagen, dass er kein Holz mehr liefern braucht. Was lieferst du jetzt? Bier und Steine, gut. Und wir haben den Werkzeugschmied, yay. Dann lassen wir noch ein bisschen Werkzeug bauen. Dass wir ein bisschen auf Vorrat haben, dass er dann Rüstungen und auch wieder Schwerter schmieden kann. Erstmal Rüstungen, dann Schwerter, so jeweils 20 Stück. Also jedes Lager einmal voll machen, bitte. So, du lieferst dein Holz noch ab und dann tauschst du gegen Stein. Gut, funktioniert alles, funktioniert alles. Oh, du hast Überproduktion schon. Das ist auch gut.
Das heißt, du kannst wieder Holz fällen. Noch gibt's ja genug Holz. Wobei ich dann mal hoffe, dass du dann... Ja, Leder bringst. Gut. Ja, ja. Nee, Bogenschützer reicht jetzt nicht mehr leer. Edge. Und ich glaube, wenn so 100 Goldnuggets eingelagert sind, werde ich mal anfangen, Gold zu schmieden. Dann kann ich ihn ja so lange hier einziehen lassen und dann ihn irgendwann wieder umsiedeln. Oder ich mache einfach noch einen extra Goldschürfer. Das wäre wahrscheinlich wirklich das Vernünftigste, so viel Gold wie hier ist. Das hat echt getäuscht, was da an Gold ist. Jo, Gold und... Holz. Das mit den Steinen können wir jetzt wieder wegmachen. Du kannst trainiert werden. Was? Grüßt euch, Brüder, rief eine... wohlbekannte Stimme und unsere Kundschafter wurden rau umarmt. Es waren die Marathon-Brüder, die auf der Suche nach uns hier angelandet waren. Sie hatten ihr Wort gehalten und waren uns zu Hilfe geheilt, als wir sie am dringendsten brauchen. Sobald wir selbst genügend eigene Krieger beisammen hätten, würden sie mit dem Angriff beginnen. Baue eine Armee auf mindestens 40 Mann aus, um zusammen mit der Marathon-Familie den falschen Regengott zu besiegen. Okay. Yay. Wie auch immer wir das jetzt getriggert haben. Gut, das heißt, wir wissen schon mal, in der Ecke kann der Tempel nicht sein, weil hier ist Strand und hier sind Verbündete. Marathon-Sippe. Okay. Auch gut. Und das erste Gold. Nee. Nee.
Kommt auch langsam rein. Sehr schön. Aber wir müssen an dieser Stelle mal wieder speichern. Leider. Also wird es wahrscheinlich noch mindestens eine Aufnahmesession geben. Weil wir sind jetzt wieder an der Zeit. Also. Dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Bis gleich.